Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Und wir begeben uns jetzt nach Clifftown. Hallo. Au. Da 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 dum, dum, da 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 da. Ja, also die Peacekeepers Welt ist eigentlich auch in jedem, ja, in jeder kleinen Welt hier, sag ich mal, in den Leveln alles so wüstenmäßig. Bis auf den Nightfly natürlich, den wir im letzten Part erlebt haben. Aber ansonsten ist eigentlich alles so wüstenmäßig. Oh mein Gott, Big Mama! Muss man auch erstmal drauf kommen. Das sind wohl irgendwelche Hexen, die hier so einen stylischen Zaubertrank brauen. Und die Geheimzutat ist anscheinend ein Edelstein. Beziehungsweise ein Juwel. Das heißt ja eigentlich, dass es Juwelen sind, aber... Ob Juwel oder Edelstein, ist doch eigentlich egal. Und hier ist ein kleiner Dinosaurier, wie süß. Hey, schieb mich nicht weg. Ja, da kannst du doch so den Kochlöffel schwingen. Du kriegst mich nicht in die Suppe. Oh. Na, ihr Süßen, seid ihr beste Freunde? Süß. Ach ja, ich hab's bei euch schon lange nicht mehr gespielt. Dafür kommt es jetzt umso besser. Auch sehr stylisch, wie sie dann so stehen bleiben und zu Asche werden. Oi, oi, au, au. Ja, ich befreie dich ja schon, mein Freund. Alles gut. Halvor. Wie soll ein Drache denn gegen eine Metallrüstung ankommen? Vergiss nicht, Spyro. Feuer kann gegen Metall nichts ausrichten. Nimm sie lieber auf die Hörner. Das sollte helfen. Jo, das denke ich doch auch mal. Ach ja, da 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 da, Eier, Dieb, Scheiße, Ecke, da da. Komm her. Oh Mann, das ist doch immer diese verfickte Ecke. Jetzt jag ich dich mal andersrum. Ha, das war dein Verhängnis, dass du auf mich gewartet hast und dich nach mir umgedreht hast. Wohohohoho. Gib hier das Kaugummi-Ei. Lecker, lecker. Auch sehr stylisch der Wasserfall, auch wenn das wirklich sehr seltsames Wasser hier ist. Sieht eher aus wie so Sumpf oder so. Obwohl es sogar für Sumpf eine sehr seltsame Farbe wäre. Aber naja. Spielelogik halt und so. Ach, scheiße. Da, 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 da. Na warte, jetzt aber. Haha. Der andere hat wohl eben nicht Au gemacht, weil er ja schon runtergefallen war. In den Abgrund. Ach, richtig hübsch hier mit kleinen Brücken sogar. Kannst ruhig weiterrühren, lass dich von mir nicht stören. Ich glaube, die Hexen machen uns übrigens gar keinen Schaden. Die machen, wenn wir sie halt zu Angriff kommen lassen würden, würden sie uns einen Klaps geben, beziehungsweise uns wirklich hart eine scheuern. So, dass wir dann halt in einen Abgrund fliegen, wenn einer in der Nähe ist. Aber ansonsten würden wir, glaube ich, keine Energie verlieren. Ist nur halt dann natürlich in der Nähe eines Abgrundes wie hier blöd. Weil dann ist natürlich Instant Death, mehr oder weniger. Da, die geben uns einen Klaps, so wie sie ihm jetzt einen Klaps gegeben haben. Und ja. Stirb. Ja. Tut mir nicht leid, dass ich dich umgebracht habe. Überhaupt nicht. Da da, da da, da da. So, Kiste habe ich ja gerade, ne? Genau. Na komm, na komm. Dankeschön. Oh, jetzt wäre ich fast nochmal runtergefallen. Das wollen wir aber nicht.
Doppeltot. Double Kill. Komische fette Hexen. So, wer bist du? Enzo. Hey, was ist auf der anderen Seite des Flusses? Warum gleitest du nicht rüber und findest es heraus? Hat er eigentlich recht. Obwohl das ja natürlich so ein Tipp auch ist, weil ich dachte auch so von wegen, da hinten kommt man nicht hin oder beziehungsweise nicht von hier. Aber doch. Von hier aus kann man dahin gleiten und es herausfinden, was dort ist. Und hier sind wieder unsere lieben Freunde, die Geier. Keine Feier ohne Geier. Sei zur Freundschaft bereit. Ne, wie schon das Dschungelbuch. Autsch, scheiße. Was ist da jetzt passiert, bitteschön? Du Arschgeier. Ja, du kriegst mich aber nicht hier. Arschloch, ey. Hier sind viel zu viele von diesen Scheißviechern. Scheint erstmal so, als würden die gar nicht direkt auf uns zufliegen und uns nicht angreifen wollen, aber in Wirklichkeit sind das ganz falsche Vögel, ey. Ich sag's euch. Ganz falsche hier. Sorry, wenn ich hier in euer Territorium eindringe, aber ich muss ja hier nochmal auch den Schatz finden, ne? So. Hallo? Wollte schon gerade sagen. Oh, das tut mir leid, ich wollte dich gar nicht umbringen. Naja, was soll's. Tja, dann sind sie jetzt tot. So. Marco. Du hast den höchsten Punkt in Clifftown erreicht. Von hier aus gelangst du fast überall hin. Und wenn ich du wäre, würde ich den Wirbelsturm da drüben nehmen. Okay. Fragt sich nur, wofür. Aber jetzt ist hier ein Wirbelsturm, der eben auch noch nicht da war. Und natürlich können wir den benutzen, um wieder raufzukommen. Ich glaube, jetzt kommen wir so nicht da hoch, oder? Nö, wir müssen nochmal extra hoch. So, dann möchte ich jetzt mal dahinter hin. Da unten war ich ja, ne? Ja. Was ich ja früher übrigens nie wusste, wo ich echt die Lösung damals nachgucken musste, ist, hier. Hier hinter sind die letzten Edelsteine, die mir damals als Kind immer gefehlt haben. Das ist so fies auch wirklich. Also ich wäre da echt nicht drauf gekommen. Also doch, ich habe das schon vermutet, so von wegen, aber ich dachte so, ja, kann er eigentlich nicht sein. Weil man weiß ja nicht, dass hier hinter so wirklich so ein kleiner Weg ist, ne? Weil ich dachte echt, da stürzt man einfach nur in den Abgrund, wenn man da hinfliegt irgendwie, aber nö. Ist ja gar nicht so. Ach ja, und hier ist übrigens auch so ein Kraftfeld wieder, wie in Stonehill. Warum auch immer direkt dahinter sogar noch so ein Teil steht. Obwohl ich glaube... Ich glaube... Nee. Da kommt man doch gar nicht lang. Ist echt einfach nur so ein... Ja... Sinnloses Teil nochmal und och, Spyro, häng doch hier nicht am Pfosten fest. Oh! Aber naja, gut. Das macht ja überhaupt rein gar nichts, denn wir können ja auch von hier aus ziemlich überall hingleiten. Eine Rakete. Zünden wir sie mal an. Yay! Und die Kiste wurde zerstört, die wir sonst hätten nicht öffnen können. Sehr, sehr schön.
Nice, nice, nice. Ba, 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 ba. So, wir müssen jetzt noch dort drüben hin. Mal sehen, ob wir das von hier aus schaffen. Ja, oder? Ja, sehr schön. Und ich sehe was glitzern, weil sie echt sonst... Ich vergesse das jedes Mal. Naja, fast jedes Mal. Und es sind auch die letzten beiden, die uns fehlen. Jawohl. Jetzt haben wir doch alles. Dann können wir auch Cliff Town schon wieder verlassen. Wow. Da, 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 da. Sehr schön. Und ab nach Hause. Mach's gut, schönes Cliff Town. Klingelingelingelingeling. Dam, dam, da. Was wollt ihr denn hier? Mach mich nicht so blöd hier von der Seite an, Junge. Ja, ich werde euch alle umbringen hier. Mein Feuerstrahl ist echt stark, dass der sogar bis da hinten reicht. Cool. Die machen manchmal noch so einen... Oh, cool, danke. So einen ganz komischen Move, dass wenn ich ihr Zelt vorher verbrenne und sie nicht dahin flüchten können, dass sie dann so ganz komisch mit ihrem, ja, Speer wirklich dann da so rumdancen. Ist echt sehr seltsam, aber naja. Ich würde sagen, wir speichern mal eben kurz. Aber die Aufnahmesession beende ich noch nicht. Dankeschön. Sondern ich werde auf jeden Fall noch die beiden Level hier in Peacekeepers machen. Also Ice Cavern und den Boss besiegen, Dr. Sham. Und dann mal gucken, ob ich dann immer noch weiter aufnehme oder nicht. Ist ja für euch sowieso egal. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin sage ich... Ciao!